Die Solidarität der Bauern, die hört da auf, wenn es ihnen an ihren kleinen Geldbeutel geht. Der Frust sitzt tief. Die EU-Richtlinien, die Europäische Union mit ihren Vorschriften und mit ihren neuen Gesetzgebungen und jetzt auch noch die Verkleinerung der Höfe, um einfach überleben zu können für die EU, das ist den Bauern genug. Und sie sind mit Tausenden von Traktoren nach Würzburg gefahren vors Ministerium. Landwirtschaft ja, doch des Bauern Tod, da folgt Hungersnot, liest man auf den Transparenten der Traktoren. Recht haben sie oder nicht. Für die Bevölkerung hier in Würzburg war der Tag ein schwarzer Tag. Das heißt, nicht weil sie nichts zu essen bekamen, weil die Bauern nicht auf den Feldern waren, sondern über das Verkehrschaos in Würzburg. Und manche zeigten ihren Unmut auch auf den kleinen Highways vor Würzburg. Ausgesperrt zu zweit transportieren sie eine Riesenschlange von hier wieder zurück auf ihre Höfe. Verständnis haben wir alle, aber die Mitleidenschaft der Bevölkerung hier und auch die, die arbeiten müssen, da ist es schon ein bisschen anders. Die Bauern streiken für eine gute Sache, aber man kann es manchmal auch übertreiben.